Okay, jetzt machen wir. Voller Nasse Bayern und jetzt sagt Leider. Voller Nasse Bayern. Leider sind! Voller Nasse Bayern. Leider sind! Voller Nasse Bayern. Leider sind! Beton und Glas gegossenes Versprechen. Astana, die Hauptstadt, die von einem Leben handelt, mit dem das Leben im Rest des Landes wenig zu tun hat. Astana, mit seinen verheißungsvollen Glitzertürmen, die bestaunt werden von den Bewohnern dieses Riesenlandes, die in Bussen hergekarrt werden, um in Zukunft zu begutachten, wie ihnen seit Jahren versprochen wird und nicht stattfindet. Kann das besser sein? Besser. Doch besser für wen? Auch für die, die nicht an die billigen Versprechen glauben, die Gegenwart ändern wollen, weil der Mensch normal in der Gegenwart lebt. Streiten wollen, weil sie müssen. Weil sie die Ungerechtigkeit nicht mehr sehen. Und die dann einfach niedergeschossen werden. Bumm! Bumm! Zukunft vorbei! Kasachstan, im Herzen gibt es einen Abdruck der Hand des Präsidenten. Und wenn man die eigene Hand in die Hand des Präsidenten legt, kann man sich was wünschen und der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Also wünschen wir uns etwas. Denn wünschen ist ja wohl noch erlaubt und dann wird sich die Zukunft erfüllen für den Theatermacher und die Ölarbeiter und für das ganze Land. Und Kasachstan 2020 wird keine dunkle Diktatur der Geschäftemacher sein, die Macht mit Öl kaufen, aus dem Fenster gelehnt in seinem Plädoyer für die Menschenrechte. Deswegen sitzt er jetzt im Gefängnis. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich ein Flugblatt von uns mitnehmen und vielleicht sogar den Botschafter direkt ansprechen, dass er sich auch dafür einsetzt, dass es ein Ende hat, dass Kulturschaffende, Gewerkschafter, soziale Aktivisten in Kasachstan von unmittelbarer Repression bedroht sind. Sie können sich gerne hier ein Flugblatt abholen. Wir dürfen leider nur eingeschränkt zu Ihnen hier rüberkommen. Und viel Spaß! Sie feiern in einer Diktatur! Wir bedanken uns für das großzügige Freiheitsverständnis der kasachischen Botschaft und werden diesen Ort jetzt verlassen. Aber wir kommen wieder. Wir kommen so lange, bis Kasachstan ein Staat wird, der die Menschenrechte achtet, ein Staat, der in der OSZE ist und sich auch dementsprechend in Bezug auf die Menschenrechte verhält. Ein Staat, in dem es keine politischen Gefangenen mehr geben soll. Ich erkläre also hiermit als Veranstalter an diesem Ort die Veranstaltung aufgelöst. Wir ziehen wieder zurück an unsere andere Position, um dort die Veranstaltung fortzusetzen. Aber wir ziehen nicht leise. Freiheit, Freiheit, wir wollen uns an der Freiheit, 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 wir wollen uns an der Freiheit.